Auf der Obermap geht das Abenteuer weiter in Part Nummer 11 von Let's Play Final Fantasy VI Advance. Wir haben es endlich aus Narsche herausgeschafft im letzten Part und wir sind nicht allein, denn wir haben die Runenritterin Ruby dabei. Ruby, ich habe sie zumindest Ruby genannt. Ihr ursprünglicher Name war... Wie war denn ihr ursprünglicher Name nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Den fand ich jedenfalls nicht so toll und habe sie deswegen Ruby genannt, weil ich finde, Ruby ist ein schöner Name und ja. Gut, wir sind jetzt halt ein Team aus zwei Leuten momentan, Nagi und Ruby, und ich würde sagen, ich speichere erstmal. Gerade mal Anfang des Parts und ich speichere. Und das sieht ja nicht gerade unbedingt gut aus für meine Truppe und ich glaube, ich habe auch gar nicht mehr so viele Items. Ich sollte, glaube ich, lieber nochmal zurück in die Stadt und noch eben was einkaufen. Und gegebenenfalls nochmal in dem... ins Inn gehen. Das wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. Jetzt muss ich nur gucken. Okay, von da komme ich nicht wieder zurück. Sollte mich am besten noch nicht von den imperialen Truppen erwischen lassen. Dann komme ich ja wieder hier raus. Okay. Ich glaube, ich habe ein Problem. So wie es aussieht, komme ich nämlich nicht mehr von der anderen Seite in die Stadt. Das ist jetzt blöd. Ja, gut. Was mache ich da jetzt? Hier kommt... Oh. Oh, hier komme ich ja doch durch. Ja gut, das bringt mir aber nichts. Weil ich ja dann doch wieder auf dieser Seite hier lande. Das ist jetzt natürlich doof. Und da komme ich so nicht rüber. Tja, hätte ich mir ja vielleicht mal vorher überlegen sollen. Nochmal vorher Items einkaufen zu gehen und sowas. Tja. Dafür ist es jetzt anscheinend zu spät. Die quake ich jetzt am besten mal lieber nicht an. Oh, ich habe einen Potion gefunden. Ja gut. Dann... war es das wohl. Gut, aber wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Ist die Frage. Das ist die gute Frage. Ah... das sieht ja schon mal überhaupt nicht gut aus. Geben wir Ruby mal den High Potion. Ah. Oh, das ist gut. Moment mal, Magie. Ach, guck mal. Ich vergaß, dass Ruby ja auch Vita einsetzen kann. Das habe ich ja wieder ganz vergessen. Gut zu wissen. Attacke! Aha. Belmodar. Ein interessanter Name für ein Monster. Gut. Aber wir wollen ja unsere Reise weiter fortsetzen. Und da ist ein Durchgang. Muss ich da lang? Kolzberge. Das klingt doch gut. Ach, verdammt. Da kommen wir gar nicht durch. Dies ist imperiale Besatzzone. Okay. Also müssen wir anscheinend einen anderen Weg finden. Das ist jetzt natürlich blöd. Die Kolzberge sind für uns gesperrt. Dabei müssen wir da ja eigentlich hin. Tja. Können wir hier was stehlen? Oh, Potion. Potion ist immer gut. Ey! Du verdammtes Anzilikot. Du verdammtes vor allen Dingen. Verdammt her. So. Na, komm schon. Greif an! Nicht warten. Angreifen! Aha. Wohl, den haben wir ja schon bestohlen. Und kein Item dazu gekriegt. Aber hey, wir haben immerhin ein Potion stehlen können. Tja, gut, dann müssen wir wohl irgendwie außenrum. Was ist hier? Eine Hütte? Okay. Wohnt da drin jemand?
Hallo? Ist jemand hier? Die Hütte ist leer. Okay. Können wir uns hier vielleicht schlafen? Oh, wir können uns... Ach, schön! Ein verlassenes Haus, wo wir uns einfach mal ins Bett legen können. Perfekt. Besser geht's gar nicht. Und wir haben ein Potion gefunden. Yay. Potions sind immer gut. Ups. Ich wollte mich eigentlich nicht nochmal ins Bett legen, aber gut. Doppelt hält besser. So. Ach, das ist doch schön, dass hier einfach mitten auf der Map so ein kleines Häuschen ist, wo man sich einfach mal schlafen legen kann. War schon irgendwie merkwürdig, dass hier keiner lebt in diesem Haus. Aber gut. Da weiß ich ja, wo ich drauf zurückkommen kann. Falls es mir mal wieder dreckig gehen sollte. So. Können wir da wieder raus? Okay. Immer zwischendurch mal speichern. Auf der Obermap können wir das ja jederzeit tun. Gut, gut. Gut, also die Kreuzberge sind leider für uns gesperrt. Also muss ich da irgendwie drumrum kommen. Ich weiß zwar nicht wie, aber gut. Es wird sicher einen Weg geben. Okay, da ist eine Höhle. Oh, da will ich eigentlich gar nicht durch. Aber ich wette, da muss ich durch, um auf die andere Seite zu kommen. Weil wir vielleicht irgendwie von der anderen Seite irgendwie die Kreuzberge erreichen können. Oder zumindest den Ort erreichen können, da wo wir hin müssen. Oh, Nagi ist aufgestiegen. Perfekt. Mensch, Belmo, da du nervst. Hör auf zu nerven, okay? Gut, dass der schnell erledigt ist. So. Ich habe auch dummerweise kein Item, was ich irgendwie verwenden kann, um die Mobs ein bisschen von mir fernzuhalten. Ja gut, ich glaube, eine andere Möglichkeit, als durch diese Höhle zu gehen, habe ich gar nicht, weil durch die Kreuzberge komme ich ja nicht. Gut, dann muss ich jetzt also hier durch, um hoffentlich auf der anderen Seite irgendwo wieder rauszukommen. Ich glaube, hier war ich sogar schon mal drin. Oh, gleich 3 Stück von denen. Oh, weia. Nein, Magie. Eis klingt ganz gut. Oh nein, Ruby ist vergiftet. Haha. Gegengift. Ach, das passt ja. Schön, dass dieses Mob ein Gegengift mit sich rumträgt. Finde ich gut. nein, heim muss ich noch nicht. Aber wir setzen gleich mal das Gegengift ein. Ruby, damit es dir nicht mehr so dreckig geht. So. Diese verdammten Karatgraf, was für ein Name. Oh Mann. Manche von diesen Mob-Namen sind echt. Da denkst du dir so, wie zum Teufel spricht man die aus? Perfekt. Geld ist immer gut, aber ich kann mir ja momentan sowieso nichts kaufen. Die Chance habe ich irgendwie so ein bisschen vertan. Aber gut. Was war das? Ist das ein Luftzug? Tja, jetzt ist die Frage, wo muss ich jetzt lang? Ja, hier war ich schon mal. Hier habe ich die Truhen schon geöffnet. Jetzt ist die Frage, wo muss ich jetzt hier raus? Grizzly. Und ein Akrofies. Augentropfen gestohlen. Ja, perfekt. Ja, noch sieht es gut aus. Aber so langsam. Aber Potions haben wir ja noch. Ich sollte mir die aber gut einteilen. Ich habe jetzt zur Not, wie gesagt, auch immer noch Ruby's Vita. Was mir hilft. Aber erstmal komme ich doch ganz gut klar, denke ich. Hoffe ich zumindest. Ich will eigentlich nur hier aus dieser Höhle raus. Muss ich da hoch? Ich hoffe. Okay, nein. Da ist nur eine Truhe. Ich glaube, ich muss da oben durch. Potion!
Yay. Haha, der hat gesessen. Du vermaledeiter Grizzly. Ich vernichte dich. Haha. So. Fertigkeiten. Ruby, Magie, Vita. So. Dann wollen wir mal glatt wieder zurück. Ich hoffe, das ist echt der richtige Weg, den ich einschlage. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch einen anderen Weg gibt, weil es sah ja nicht so aus. Oh, das ist ein Schildi! Was ist das für ein Geräusch? Das ist eine gute Frage. Für mich klingt es irgendwie wie ein Rauschen oder ein Luftzug. Irgendwas in der Art. Magie! Eis auf das Akrofies! Akrofies! Diese Namen, Leute! Die machen mich fertig! Oh oh! Jetzt könntest du einen Potion gebrauchen, Ruby! Ich meine, sowohl als auch. Sowohl Potions als auch MP sparen ist nicht verkehrt. Oh, Ruby ist aufgestiegen. Ruby lernt Kobold. Was heißt Kobold? Schildi! Vita-Brunnen! Ach, wie schön. Ja, konnte ich meine KP auffüllen anscheinend. Oh, fantastisch. Das ist natürlich super. Ah, seht euch dieses Schildi an. Ist es nicht putzig? Ah, ich möchte es streicheln, aber es ist leider zu weit weg. Wow, wow, was passiert hier? Was ist das? Da kommt etwas durch die Wand. Was zum... Oh mein Gott. Was? Maulwurf? Ein Maulwurf! Also wie ein Maulwurf sieht das für mich ehrlich gesagt nicht aus. Wenn dessen Zauber uns erwischen, sind wir Asche. Was sollen wir also tun? Ich absorbiere seine Magie. Mit meiner Runik-Schwerttechnik. Was? Bist du sicher, dass das klappt? Sieh und staune. Okay, dann mach mal. Hat sie das jetzt gemacht, oder? Ich weiß nicht, ob sie das jetzt getan hat oder nicht. Es sieht für mich eher so aus, als wenn sie nichts macht, aber gut. Ruby, dann mach mal. Oh oh. Das ist nicht gut. Oh oh. Ups. Das lief anscheinend nicht so gut. Aber wir haben ja zum Glück noch Phönixfedern. Gut, dass ich noch ein paar davon habe. Sonst würde es echt schlecht aussehen. Was zum... Willst du mich veräppeln? Ich habe wieder gerade es wiederbelebt. Mann. Ist das dein Ernst? Ist doch nicht wahr. Ja, toll. Ganz toll. Das sieht nicht gut aus. Ja, ja. Was? Ja, übertreib doch. Alle Gefährten sind gefallen. Ja, ach was. Schön. Das ging ja mal da ziemlich in die Hose, würde ich mal sagen. Ja, ganz toll. Jetzt darf ich nun also von hier wieder starten. Das lief ja nicht so gut. Aber gut. Jumpen wir nochmal eben wieder ins Bett. Kurz. Auch wenn ich nur ein paar KP verloren habe. Aber hey, wenn das Haus hier schon mal steht. Extra für mich. Sag ich jetzt mal. Dann warum nicht nutzen, ne? Gut, dann
Wieso? Ach, wo mal. Belmo, da verpiesel dich. Geh zum Teufel. So. Hi, Puschen. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wie soll ich denn gegen den Maulwurf bitte angehen? Wie zur Hölle soll das funktionieren? Runik benutzen. Ja, ich habe das Gefühl, sie macht gar nichts, wenn sie Runik einsetzt. Also, wie soll ich das nutzen? Ich habe keine Ahnung, Leute. So, jetzt schau erstmal. Nichts gestohlen. Ja, verdammt nochmal. Der hat gesessen. Nicht warten. Aha. Gucken wir doch einfach mal, was Kobold ist. Kobold. Was auch immer das gerade war, es hat verfehlt. Perfekt. Das lief ja nicht so doll. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Ja, was ist das für ein Geräusch? Ja, komm. Wiederbrunnen. Perfekt. Oh, oh. Eingekesselt. Nicht gut. Gar nicht gut. Au. Nichts gestohlen. So, jetzt schauen wir mal, ob das doch noch funktioniert hier mit dem Kobold. Komm, zeig mal, was du drauf hast, Ruby. Oh! Was? Okay, ich habe den Grizzly in irgendein komisches Vieh verwandelt. Schön. Und was habe ich jetzt davon? Warum zur Hölle soll ich mich selber angreifen? Was? Oh oh. Na komm schon. Erst erlegen wir den. Oh oh. Na komm schon. Ah, oh, da ist das Schildi wieder. Es ist so putzig. So. Brauche ich Augentropfen? Nein. Halt blind. Fundus. Ja. Gut. Dann versuchen wir das nochmal mit dem Maulwurf. Der wohl eindeutig eher eine Maschine ist als ein richtiger Maulwurf. Ich absorbiere seine... Ja, mit meiner Runik-Schwerttechnik. Ja, witzig. Gut, dann... Ich glaube nicht, dass der irgendwas bei sich hat. Nein, hat er nicht. Gut, dann mach mal. Okay, hat sie jetzt weniger Schaden genommen dadurch? Scheint so. Ja gut, aber ewig kann ich das jetzt auch nicht machen. Ja, toll. Das Teil hat mich schon wieder gekillt. Mann. Nein, jetzt kill mich doch nicht schon wieder.
ist doch nicht wahr. So, Nagi braucht jetzt auf jeden Fall erstmal das High Potion. Eis! Nee, nicht schon wieder dieser blöde Laser, Mann! Du verdammtes Mistvieh! Ich nenne dich jetzt mal bewusst ein Mistvieh. Obwohl du eigentlich eine Maschine bist, aber trotzdem. Mann! Na, ganz toll. Wow. Haben wir es geschafft? Ich hoffe doch. Haben wir es geschafft? Bitte sag mir, dass ich es geschafft habe. Wow, es sieht ganz danach aus. Yay. Ich habe es geschafft. Woo! Und ich habe mein Elixier erhalten. Perfekt. Puh. Sieht so aus, als hätten wir es geschafft. Ja. Anscheinend. Oh. Bitte wähle ein Szenario, Kupo. Ja. Nein, Moment. Ich habe ein, hab nicht eine Mogri-Stimme gesprochen. Ich meine natürlich, bitte wähle ein Szenario, Kupo. Gut. Anscheinend sind wir dann mit dem Ruby- und Nagi-Part durch. Welches Szenario nehmen wir denn jetzt? Wie wär's denn erstmal mit Speichern? Einfach mal den Mokri da hinsetzen. Ja, mit wem mache ich denn jetzt weiter? Mache ich jetzt weiter mit... Ja. Da haben wir ja unsere Dreiertruppe, die ja mit dem Floß noch unterwegs war. Die wilde Floßfahrt geht und ginge dann weiter. Oder ich mache mit Tenga weiter, der irgendwie zurückgeblieben ist, beziehungsweise irgendwie beim Floß irgendwie verloren gegangen ist. Jetzt ist die Frage, mache ich jetzt mit den anderen drei weiter oder mit Tenga? Gute Frage. Schauen wir doch einfach mal, was aus Tenga geworden ist. Am Ende des Kampfes gegen Ultros ward der tapfere Tenga aus dem Fluss geschleudert. Welchen Weg hat das Schicksal für ihn vorgesehen? Schauen wir doch mal. Okay, wir sind jetzt allein mit Tenga. Schauen wir doch mal. Und da ist ein Haus. Oh. Kennst du dich aus in der Gegend? Ich wurde von meinen Gefährten getrennt. Mein Ziel ist Nasche, doch ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich dorthin gelangen könnte. Ach, bitte nicht schon wieder zurück nach Nasche. Ich will nicht. Oh, es ist Leute. Am Ende des Waldes, im Osten, hat das Imperium ein Camp errichtet. Ein imperiales Camp? Es scheint, dass sie auf dem... Was? Dass sie auf Burg Doma... Dass sie es auf Burg Doma abgesehen haben. So, Mann! Burg Doma also. Doch dafür habe ich keine Zeit. Ich muss sofort nach Nasche. Der einzige Weg nach Nasche führt durch Doma. Bis dorthin kann ich dich führen. Allerdings werde ich dich verlassen, wann immer mir der Sinn danach steht. Gemeinsam weiterreisen? Ja, warum nicht, wenn er es mir schon anbietet? Der Tod ist mein ständiger Begleiter. Oh, weia. Okay. Sind wir schon mal nicht alleine? Und das gleich von Anfang an. Finde ich gut. Hallo. Hä? Na endlich, der Uhrmacher. Ich warte schon eine Ewigkeit. Ich muss euch leider enttäuschen. Schau her, an der Wand. Da hängt das gute Stück. Seit Jahren stehen die Zeiger still. Ein Jahr, 5 Jahre oder gar 10. Zum Wichtel nochmal. Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern. Ich bin nicht der Uhrmacher. Damit das klar ist. Autsch, heiß. Du meine Güte, jedes Kind könnte das besser.
Ein Kind? Ich habe kein Kind. Wieso musst du von Kindern reden? Allein bei dem Gedanken wird mir übel. Jetzt mach dich schon fort. Husch, husch. Da wirst du wohl. Was? Da wirst du wohl. Sonst werfe ich dich auch auf das Bestienfeld. Der alte Chocobo hat anscheinend nicht mehr alle Federn im Gefieder. Okay. Ich gehe aber trotzdem jetzt noch mal rein. Und schau mal, ob ich in dem Eimer da noch was abgreifen kann. Nö, scheint nicht so. Die Uhr an der Wand. Da ist gar keine Uhr an der Wand, du Witzbold. Ein wenig ruhen? Ja, warum nicht? Wir legen uns einfach bei dem Typ ins Bett. Das passt schon. Habe ich zwar eigentlich, glaube ich, nicht nötig gehabt, aber pff, gut. Was willst du denn? Wer bist du denn? Ach so. Moin, moin. Ich bin bekannt wie ein bunter Chocobo hier. Und kennen tue ich auch jeden. Außer dich. Du bist wohl neu hier. Na, ist ja auch egal. Ein paar preiswerte Waren. Sortiment betrachten. Vielleicht ein andermal. Ja, schauen wir uns mal dein Sortiment an. Oh, wir können trotzdem für alle Charaktere was kaufen. Wie nett. Ja, ich weiß nicht. Phönixfedern sind immer so teuer. Aber ich kaufe trotzdem mal 3 Stück. So. Federhut. Ninja-Stern. Okay, die sind relativ günstig. Wahrscheinlich muss ich da mehrere von kaufen. Schattenpapyrus, Tarnpapyrus. Laufstiefel. Laufstiefel klingt gut, aber Laufstiefel sind auch relativ teuer. Kaufe ich erstmal ein paar von. Federhut. Im Fundus habe ich einen. Ja, gut. Kaufen wir da einfach mal 2 von. So. Zelte habe ich 3. Kaufen wir mal noch 1 dazu. Ja, gut. Ach komm, noch ein paar Potion. Besten Dank. Ja, gut. Dann verschwinde ich mal wieder. Oh, und weg ist er. Gut. Und gleich taucht schon ein Monster auf. Perfekt. Oh, Monster. Yay. Werfen. Ja, alles klar. Was war das denn? Der Hund hat es erstmal voll drauf. Und so schnell wie er da war, war er auch schon wieder weg. Na sowas. Und ein High Potion gibt es auch für uns. Perfekt. Ja gut, jetzt müssen wir nur gucken, wo jetzt diese Burg ist. Aber wahrscheinlich eher nicht im Norden, denke ich mal. Ach ja, jetzt, da ist der Hund wieder. Und der macht sich schon, das Monster schon wieder platt. Von der rennt einfach nur so vorbei. Wuff, 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 wuff. Und das Monster einfach wuff. So. Okay, nein, hier ist nichts. Dann geh mal weiter deines Weges, Tengel. Gut, gut. Blitztech. Nein, das benutze ich erstmal nicht. Komisches Viech. Das Epionis. Verschwinde! Es ist hartnäckig. Greif an! Come on! Na, also geht doch. Yay. Okay. Gut, dann muss ich anscheinend in diese Richtung. Däh. Ach, es ist nur ein Epionis. So. Juhu! So, gehen wir mal hier über die Brücke rüber. Schon wieder dieses komische Vogelviech oder was auch immer du sein sollst. Ich habe keinen blassen Schimmer. Was
sind ein paar Bäume. Okay. Anscheinend muss ich noch ein Stück weiter. Oh nein. Gleich drei Gegner auf einmal. Das schaffe ich niemals. Doch, na klar. Auch die schaffen wir. Von denen die Moose haben keine Chance. Die haben sowieso den besten Namen ever. Woo! Ach, jetzt habe ich Leute in die Wartestellung gebracht. Das wird eigentlich auch angreifen, aber gut. Siuf. Okay, hier geht es anscheinend nicht weiter. Perfekt. Ja, ja, gut. Ich würde sagen, ich mache dann hier auf der Overmap erstmal ein Päuschen. Eigentlich da auch, wo wir angefangen haben. Der Part ist ja jetzt schon 31 Minuten lang. Ja, das war's von diesem Part. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also Leute, bis dann. Sonne.